Landgraf, Horror beim Pinkpop-Festival in den Niederlanden, ein Kleinbus raste in eine Gruppe von Konzertbesuchern, ein Mensch wurde getötet, drei weitere schwer verletzt. Die Polizei teilte am Montag mit, der Vorfall habe sich gegen 4 Uhr in der Nacht auf dem Weg zu einem der Festival-Campingplätze ereignet. Der Bus sei danach davongefahren. Nach ihm werde immer noch gesucht. In Medienberichten hieß es, es handele sich um einen weißen Kleinbus, vermutlich ein Fiat Doblo mit niederländischem Kennzeichen. Die Polizei suche ihn mit einem Helikopter. Noch ist unklar, ob der Bus absichtlich in die Menschengruppe gelenkt wurde oder ob es sich um einen Unfall handelte. Zum Pinkpop-Festival in Landgraf, Provinz Limburg an der Grenze zu Deutschland, kamen dieses Jahr nach Angaben der Veranstalter am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 67.000 Besucher, darunter viele aus Deutschland. Musikalische Höhepunkte waren unter anderem Pearl Jam, die Foo Fighters und Bruno Mars. Die Festivalleitung zeigte sich tief schockiert. Eine Journalistin, die das Festival besuchte, berichtete, einer der Campingplatzzugänge sei gesperrt. Bei Twitter teilte sie mit, viel Polizei und Krankenwagen da. Besucher laufen weinend davon. PS, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild.news?